Das ist gar nicht so wie Wasser, ne? Oh. Das ist gar nicht so wie Wasser, was der Damm hier zurückhält. Das ist ja knietief. Das ist ja eher angenehm. Das ist ein kleiner Badespaß hier. Oh, da hinten ist noch eine Stadt. Und da ist noch eine Sumpfspinne. Und da ist noch so ein Ding, die ich übrigens alle weghauen will irgendwann wegen der XP. Ich weiß es jetzt schon. Was ist denn das da hinten? Wie viel es hier einfach zu entdecken gibt, ne? Also ich meine, wie riesig die Map offenbar trotzdem noch ist. In den Schneegebieten war auch noch nicht so richtig drin. Oh, da sind zwei Verlassene, aber auch so ein Riesenviech. Die Verlassene würde ich gerne wegballern, aber ich glaube, das geht nicht. Oh, ohne den großen Klopso. Bei dem ganzen Mist vergisst man immer schnell, wie schön es hier eigentlich ist. Da sagst du was. Hier fliegt gerade was. Wollt mal gucken, ob das ein Defaulty ist. Boah, macht das Damage. Heilige Scheiße, macht das Damage. Der Final Hit macht so viel Damage. Und bei den Verlassenen hier kriegen wir offenbar sehr viel XP. Können wir so ein bisschen mitnehmen hier, ne? Es geht los. So, zwischendurch mal wieder. Eigentlich sollten wir schlafen, statt. Naja. Okay, es sind gleich zwei von den fetten Klopsos. Das ist natürlich nicht gut. Es geht los. So. Zwei waren da hinten noch. Die können wir uns eigentlich auch snacken. Und wenn die hier respawnen, umso besser. So, mal gucken, ob wir den kriegen. Ja, sogar gleich zwei. Okay. Hauptsache die Klopsos kommen nicht. Ne, 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 ne. Komisch, dass die nicht als Lebewesen angezeigt werden, ne? Die Verlorenen. Die werden nicht als Lebewesen markiert von der Brille. Blumen und sowas schon, aber die Verlorenen nicht. So eine Art Untot oder sowas. Vielleicht von Elex animiert eventuell oder so. Achtung! Ja, 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 ja. So, vielen Dank. Da ist noch eine Heilpflanze. Ich fahre mir gerade ein bisschen XP, ne? Geht bestimmt gleich weiter. Das Ding ist tot, wie es aussieht.
Oh, da ist noch einer. Oh Mist, oh. Der war schneller da, als ich dachte. Ich wollte gerade fliegen, aber da war er schon da. Ah, das dauert immer so lange. Noch einer? Junge, Junge, Junge. Schöne Ausbeute hier. Wir sollten aber trotzdem mehr Quests machen eigentlich. Aber wenn wir schon mal da sind, kann man das ja... Da ist noch einer. Heilige Scheiße. Achtung! So, diesmal habe ich auch bis zum Ende gemacht wieder. Nehmen wir den auch mal mit. Ich bin da. Vielen Dank. Dankeschön, Dankeschön. So, wir können dann auch gleich zu den Häusern gehen. Da ist, die sind wahrscheinlich, da ist wahrscheinlich auch kein Überlebenden mehr. Aber vorher, wenn wir schon beim XP-Farmen sind. Na, 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 na. Ich würde auch gerne hier lang gehen, was das hier alles ist. Achtung! Und ich hätte zuerst die andere machen sollen, wa? So. Die geben nicht ganz so viel XP, aber ich meine, die waren halt da. So, gehen wir mal hinten gucken. Bei dem komischen Dörfsche. Und dann würde ich beim Damm nochmal gucken, ob wir da vielleicht beim Jean-Claude, ob wir da vielleicht was abgeben können. Da, ich würde so wahnsinnig gerne nach oben hin, aber ich habe das Gefühl, ich erkunde halt schon wieder nur noch. 1000 Folgen lang Erkundung. Oh, guck mal, da oben, der ist bestimmt freundlich gesonnen. Bitte macht, dass es kein Banditencamp ist. Das machst du nicht ungestraft. Hast du gesehen, wir sind Freunde. Wir räumen euren Scheiß auf. Er scheint zumindest nicht angesäuert zu sein. Das ist gut. Das sind deren Zuchtblutkrallen. Die hassen uns jetzt. So. Kleine Heilpflanze. Zum Glück heilt ja sehr viel. Was ist das für eine coole Kommune hier? Da will ich aber unbedingt mal nachgucken. Gibt's hier etwa auch wieder neue Quests? Lass uns die überhaupt rein? Moment mal. Habe ich da hinten nicht einen Lavafluss gesehen, der in den See mündet? Ich fürchte, lange werden die Bewohner von dieser Farm hier nicht mehr leben können. Sie sollten wegziehen. Die werden nicht wegziehen. Seid immer versichert, die werden alles aber nicht wegziehen. Die haben sich hier sowas aufgebaut. So, die hatten richtig viel, bevor wir da waren.
Ich glaube, am Fluss habe ich auch einen Heiltrank vergessen, ne? Da lag irgendwie einer am Flussufer, habe ich liegen lassen. So, gute Gabel, gute Besserung. Metallschrank. Oh ja, kleiner roter Stein, geil. Geil. Ich will alle roten Steine, die es gibt. So, hey Knecht. Ich kann jetzt nicht. Ja, Knechte, du mal durch die Gegend. Die nehme ich mit, aber die nehme ich auch mit. Nice. Hallo Mark. Ich habe gerade keine Zeit für dich. Entschuldigung. Ich habe keine Zeit. Natürlich nicht. Mann, schon mal hier sind, dann gönne ich mir. Ich rupp hier auch mal ein bisschen Unkraut, ne? Oh, warte mal, Unkraut. Da mach ich doch mit. Detlef arbeitet auf dem Feld. Tag und Nacht. Nacht und Tag. Arbeit, Arbeit. Wie ist das Leben als Bauer? Anstrengend. Erzähl mir etwas über dich. Ich bin Detlef. Ah ja. Du bist nicht sehr gesprächig. Sprechen macht Kopfschmerzen. Und wer spricht, arbeitet nicht. Brauchst du Hilfe? Alle sagen, ich bin unnütz. Detlef kann gut hauen. Aber Emmet hat es ihm verboten. Immer muss ich auf dem Feld arbeiten. Oh. Aber ich verwechsel gutes Kraut mit schlechtem Kraut. Hilfst du mir? Klar. Gut, ich helfe dir. Danke. Du bist ein Freund. Gut. Hä, na klar machen wir das. Ich habe schon angefangen. Wäre doch schade, wenn die Quest jetzt, ne, und so. So. Das gibt bestimmt 50.000 XP. So, Unkraut. Da mache ich noch einen Witz mit dem Unkraut und plötzlich ist es eine Quest. Und da hinten noch. So. Ich bin Detlef. Ich mag Detlef. Hier. Das sollte alles Unkraut gewesen sein. Du bist schnell. Viel schneller als Detlef. Hier, gutes Kraut als Belohnung. Oh, nice, danke Detlef. Sag mal, du kannst doch hauen, ne? Granate macht Bumm. Ach, ich mag Detlef. Granate macht Bumm. So, warte. Ansonsten... Da oben liegt noch ein bisschen was, aber ich... Pfeile. Traue ich mich gerade nicht mitzunehmen, solange der Knecht am Rumhampeln ist. Manchmal eskalieren die ja auch, obwohl da nicht steht, darfst du nicht mitnehmen. Da gehen die halt völlig in Eskalationsmodus, als würdest du denen halt alles wegnehmen. Ah, hab ich gesehen. Und da muss man sich besser verpissen. Also warte ich einfach erstmal. Wow. Natürlich. Voll die schöne Farm, die werden sie niemals aufgeben. Never ever. Ist denn hier nirgendwo jemand? Oh, warte. Rezept Brotsuppe? Nein. Fällt es denen leichter, die Farm aufzugeben, wenn die nicht mehr so viel hier haben, weißt du, an Besitztümern und so. So. Wir müssen uns auch mal wieder ein paar neue Waffen angucken, die wir da bekommen haben. Huch, apropos. Na, nü? Ach so, einfach nur ein Zweihänder, also ganz normale Default-Waffen, ne? So, okay, dann Amulett des Abenteuer. Ach so, ist schon aktiviert? Ach so, 1 von 0. Okay. Zu einfach. Ja, wirklich so.
Sammelwasser. Naja, aber dafür guter Content drin. Und was sehe ich da oben? Warte mal. Keine Ahnung, wie die hier ihre Kräuter trocknen, wie die hier hochkommen, das weiß ich nicht. Aber wir müssen irgendwie nach oben. Toll. Was? Ernsthaft? Das ist ja... Das ist ja lächerlich. Na toll. Alles normal. Ich bin gleich soweit, ja? Ich... Das war einfach so... Das war an Lächerlichkeit nicht zu überbieten. Wie peinlich. So. Dann hier oben nochmal den Zweihänder und die Truhe. Dankeschön. Achso. Zu einfach. Zu einfach, natürlich. Und wir nehmen natürlich alles mit. So, und jetzt, vielleicht versuche ich das lieber von außen. Nicht von innen. Zum Beispiel hier. Oh, hätte ich auch gleich. Naja. So, Bolzen, okay. Und kippen. Kippen. Bolzen und kippen. Von Maggie die gute Idee. So. Wow, das ist aber ein sehr langer Wall. Oh, ich sehe auch schon warum. Würde ich gerne mal probieren, ob wir den schaffen, aber ich brauche halt echt eine bessere Rüstung. So, Kollege, wer bist du? Emmett! Wieder ein Fremder. Ja. Ich hoffe, du bist nicht hier, um dich an unseren Vorräten zu vergreifen. Deine Leute haben das letzte Mal schon so gut wie alles mitgenommen. Hä? Das ist ja eine Unterstellung. Welche Leute denn überhaupt? Meine Leute? Von wem redest du? Ich hatte dich für einen Banditen gehalten, aber ich habe mich wohl geirrt. Zumindest würde es deine Nachfrage erklären. Für mich ist nur wichtig, dass ich in absehbarer Zeit wieder meine Ruhe bekomme und das Feld bestellen kann. Stattdessen verstecken wir uns hinter Palisaden und fürchten um unser Hab und Gut. Banditen, Viecher, Kleriker, wann findet das endlich mal ein Ende? Okay. Irgendwas stimmt mit deinem Knecht nicht. Die Befestigungsanlagen scheinen nicht viel zu bringen. Anfangs sollte uns die Palisade lediglich die Biester vom Hals schaffen. Dann kamen die Banditen hinzu, also musste ich sie weiter verstärken lassen. Meine Männer sind keine fähigen Kämpfer, aber es hat gereicht, um die meisten Galgenvögel abzuschrecken. Nur als die Kleriker auf den Plan rückten, brachte uns all das nichts mehr. Gegen ihre Bewaffnung haben wir einfach keine Chance. Und jetzt kommt regelmäßig eine Abordnung dieser Kerle vorbei und beschlagnahmt fast alles, was wir dem Boden abgerungen haben. Dass ich meine eigenen Leute kaum noch versorgen kann, ist ihnen egal. Am Ende leiden immer nur die Schwächsten, die Tragik des Krieges. Da hast du natürlich recht. Wenn du willst, helfe ich dir, deinen Hof zu verteidigen. Bist du denn gut darin, unblutige Lösungen zu finden? Meine Felder sollen mit Wasser und nicht mit Blut getränkt werden. Ja, ich würde mal probieren, ne? Lass mich die Verhandlungen führen. Ich bin mir nicht sicher, ob du der Richtige dafür bist. Du scheinst dich eher auf das Kämpfen als auf das Reden zu verstehen. Aber? Ich will es dennoch probieren. Hartnäckig bist du, zugegeben. Und vielleicht wirst du mir schon bald beistehen müssen.
Bisher war es so, dass die Kleriker abgezogen sind, nachdem wir ihnen einen Großteil unserer Vorräte übereignet haben. Seit sie aber wie verrückt ihre Kampfmaschinen produzieren, sind ihre Vorratslager leer. Darum denke ich, werden sie sich bald auch noch den Rest unter den Nagel reißen wollen. Wenn du dich aber nicht einmischen möchtest, würde ich es verstehen. Na, Moment, ich stelle mich der Abordnung, na klar. Ich stelle mich der Abordnung der Kleriker. Du willst es also wirklich darauf ankommen lassen? Na gut. Und wo wir gerade über sie sprechen, du wirst kaum Zeit haben, dich auf sie vorzubereiten. Sie sind schon im Anmarsch. Geh zu ihnen und sprich in meinem Namen. Mach ihnen klar, dass sie unseren Frieden stören und wir sie mitsamt ihren Waffen hier nicht sehen wollen. Sehr gut. Okay, ja, ich war noch nicht fertig. Wo sind die denn? Ach, da sind die ja schon. Cool, aber erstmal... Erzähl mir mehr über diesen Ort. Mein Vater hat das Land hier urbar gemacht. Die Lage ist ideal. Das Wasser ist brauchbar, die Gegend abgeschieden und versorgen können wir uns selbst. Durch die andauernden Kämpfe zwischen den Fraktionen müssen wir allerdings immer wieder Menschen verschiedener Herkunft Obdach gewähren. Und anstelle von Dankbarkeit hat sich unser Wohlstand herumgesprochen und so kommen nicht nur die Friedfertigen. Warum heuerst du keine Söldner an? Jungchen, das Erste, was das Söldnerpack tun würde, ist uns in Ketten legen und auf unseren eigenen Grund und Boden zur Arbeit treiben. Das Schicksal in fremde Hände legen kann nicht der Weg sein. Deine Ratschläge in allen Ehren, aber ich bezweifle, dass sie auf uns Bauern zugeschnitten sind. Das stimmt wahrscheinlich. Was mit Detlef, sag mal? Irgendetwas stimmt mit deinem Knecht nicht. Redest du von Detlef? Das ist unser Sorgenkind. Der arme Tropf konnte einer Granate nicht schnell genug ausweichen und ist seitdem nicht mehr ganz beisammen. Ich habe ihn hier aufgenommen, weil er auf sich allein gestellt keine Zukunft hat. Darum gebe ich ihm zu essen und zu trinken und er tut, was er kann. Was zugegebenermaßen nicht gerade viel ist, aber darauf kommt es mir nicht an. Nicht schlecht. Das ist ja super lieb. Darauf zwitscher ich mir erstmal ein. Ah, leckerer Kräutersud, dann speichere ich und dann verhaue ich die nächste Quest oder die Kleriker. Eins von beiden verhaue ich. Hey, Richard! Wen haben wir denn hier? Na? Hat Emmett endlich eine fähige Wache gefunden? Alter! Obwohl nein! Wenn ich dich so ansehe, wäre das zu viel des Lobes. Doch bleiben wir sachlich. Warum unterhalten wir uns? Ich war eigentlich mit dem Besitzer dieser Absteige verabredet. Alter. Stattdessen schickt er seinen Lakaien vor. Alter. Ich führe die Verhandlung. Interessant, aber nachvollziehbar. Diese Bauern sind sicher damit beschäftigt, mit ihren Exkrementen die Erde zu düngen. Alter. Doch zurück zum Thema. Ich hoffe, du stehst hier, damit dieser Landstrich in Kalans Besitz übergeht. Die Menschen hier wollen keinen Streit. Natürlich wollen sie den nicht. Aber der Pfad der Gerechten verlangt seinen Tribut. Mir wurde aufgetragen, dieses Gut zu beschlagnahmen. Seine Kammern sollen unsere Soldaten ernähren. Warum beschafft ihr euch die Nahrung nicht woanders? Weil es kostspielig ist. Wärst du etwa bereit, diese Alternative zu finanzieren? Wenn du dann abziehst, ja. Gut, ich lasse mich drauf ein, wenn die Summe stimmt. Andernfalls, nun ja, du weißt, was dann passiert. Eine Sache noch wegen Emmett. 2000? Ich speichere nochmal. 2000 ist halt echt heavy.
Okay, wir haben 13.000, aber... Ich stelle mir das halt vor, wenn ich sage, niemand krümmt ihm ein Haar und dann kommen die einfach wieder machen als platt, wenn wir weg sind. Aber andererseits... Der hat nicht mal einen Namen. Boah, ich hätte nicht übel Lust, den einfach umzuklatschen, ne? Wir könnten es halt tun. Wir könnten es halt tun. Kann ja auch sein, wir zahlen 2000 und dann scheißt er trotzdem drauf und kommt wieder. So, ja, danke für die 2000. Ja, dann machen wir hier. Okay, weißt du was? Ich zahle die 2000. Ich weiß nicht genau, warum. Eine Sache noch wegen Emmett. Mit diesen Splittern ist die Angelegenheit aus der Welt. Eine kalan-gefällige Summe, die du mir da unterbreitest. Boah, Alter. Ich leiste hiermit den heiligen Eid, diesen Ort seiner selbst zu überlassen. Leb wohl. Gut. Alter. Würde gern gucken, wo der hingeht. Würde gern wieder folgen. Okay, Emmett. Die Verhandlungen liefen erfolgreich, nehme ich an. Sozusagen. Du musst keinen Gedanken mehr an sie verschwenden. Da fällt mir aber ein Stein vom Herzen. Hier, das bin ich dir wohl schuldig. Wärst du nicht gewesen, wer weiß, wie es sich dann zugetragen hätte. Wow. Du hast das Herz am rechten Fleck, Junge. Hast unserem Detlef geholfen. Das hätte nicht jeder hier getan. Er hat es schon schwer genug und darum möchte ich dir was schenken. Hier. Nochmal 40 Splitter. Nice. Und Kälte gesunken. Cool. Mal sehen, was die Zukunft bringt. Ja, wir wollten ja wegen Lava Bescheid sagen. Ich habe gerade keine Zeit für dich. Aber das wird wohl nichts. Ah, die wurden aufgehalten, wie es aussieht. Wir können uns die 2000 mit Taschendiebstahl wieder zurückholen, ne? Fällt mir gerade ein. Schade, dass es zwei sind. Da schaffen die ihn besser. Und der Skeks ist nicht so angriffslustig wie bei uns offenbar immer. Mit der Dreier-Kombo, die er immer so gerne macht. Ja, der macht immer nur einen Schlag, aber der macht keine Dreier-Kombo. Der ist gleich down, der Skeks. Schade. Ich hab gehofft, der kriegt die noch. Oder zumindest Roland, oder wie der heißt. Oh, da kommt noch einer. Ja, da kommt noch einer. Schön. Ich mische mich natürlich nicht in Gottes Angelegenheiten ein, ne? Also das... Oh, mal einer ist down. Und der zweite ist down. Oh, lebt er noch? Der lebte ja noch. So, Richard. Der hat die 2000 nicht mehr. Cool. Oh, die Lava meinte sie. Oha. Der Richard hat die 2000 also nicht mehr. Die Lava meinte sie. Ach du Scheiße.
Okay, ja, die Farm gibt's dann wohl nicht mehr lange. Und ich dachte, wir können den Detlef mitnehmen. Als Klopper zu unserer Gang. Aber ich meine, wenn es ihm da gut geht, dann soll es ihm da gut gehen.